Ah, Wopper ist nicht gewonnen davon. Pokémon nervig, Alter. Welche? Dann nicht, Brian Surf, dann nicht. Ich hasse es, ich hasse den Jungen so sehr, wirklich. Hallo, Shiro. Shiro, möchtest du auch mitspielen? Du bist ja auch Sub. Du bist also auch herzlich eingeladen. Du darfst auch gerne Steven mitbringen, wenn der Bock da drauf hat. Das war viel Schaden. Nein, es wurde besiegt. Oh nein. Ein Eisennugget habe ich gefunden, na cool. Hallo, Blui. Weiß noch nicht so ganz. Da gibt's kein Weiß noch nicht. Hä? Da habt ihr ein Spiel, was ihr zusammenspielen könnt, du und Steven. Gibt's gar keine Diskussion eigentlich. Spiele, die man zu zweit gerade... Ich weiß, dass Steven halt auch voll gut bauen kann. Der soll mal rankommen hier auf den Meter. Oh nein, so, meine Olive ist paralysiert. Oh nein, Olive, oh nein. Olive wurde besiegt. Möchtest du unserem Team beitreten? Wir haben unseren Spot. Ihr habt eure Stadt. Ihr müsst Miri fragen, die ist die Chefin. Miri entscheidet, in welches Team wir gehen. Mir ist das egal. Mein ganzes Team wird gerade von Togedemaru platt gemacht. Ja, Togedemaru ist voll OP. Warum tut es das? Ich kann nicht mal flüchten. Das bitte nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum die Togedemaru hier so OP sind. Hä? Ich habe auch nicht gesehen, dass es Level 27 war und als ich flüchten wollte, hat es mich nicht gelassen. Miri hat ja gesagt. Miri hat gesagt, ist ihr egal. Bitte lass mich gehen. Oh. Sora, geh weg. Was war Brian denn da? Baloui, wo ist hier nochmal das Pokémon-Center in der hier, Stadt? Hier, wo ich stehe. Hier, wo die Glocke ist. Hier, da. Muss ich jetzt dem Geräusch folgen? Ja, folge dem Geräusch. Ich hab's gefunden, dankeschön. Das hat wirklich geholfen. Ich finde, man kann die Glocke nicht orten, aber ja. Schwein, nutzt deine Rechte aus. Weil du im Dschungel kein Mew spawnen. Cool. Wo sind denn die beiden Chaoten da jetzt? Mal gucken, wo sind Brian und Titus denn untergekommen? Ist das nah an der Hauptstadt? Ist das weit weg? Vielleicht will ich ja einfach meine Ruhe haben. Toll, Mara. Hat sie die Schublade selbst geöffnet? Nee. Sie machen mal wieder Randale an der Katzenklappe. Autsch. Miau. Ah, ein Rudel Seso-Kids greift mich an. Rudel. Was ist das denn? Hä? Was? Wo kommen die giga vielen Seso-Kids her? Als ich gesagt habe, ein Rudel Seso-Kids greift mich an. Das ist ein Witz. Nee, es ist ein Rudel Seso-Kids. Ich hab vor allen Dingen nichts Effektives dagegen. Die es voll auf mich abgesehen haben. Eins hat mich einfach so angegriffen. Oh, das feiner, war nicht nett. Feiner Banda, dein Leckerli für Mara gekauft von Better Cats. Kennt ihr eigentlich Better Cats? Mara liebt Better Cats so sehr, dass sie die Tüte aufgerissen hat, damit sie ja alle Leckerlis haben kann. Also Better Cats ist eine super tolle Marke, die super cooles, tolles Nass- und Trockenfutter macht. Und ja. Und wie gesagt, unsere Katze liebt es. Oh, Level 33. Sie macht dafür sogar Tricks. Und wenn ihr 10% sparen wollt, dann gebt den Code BALUILP10 ein. Gilt für Bestandskunden und für Neukunden. Und ihr unterstützt den Stream und mich. Also schaut da gerne mal vorbei. Viel Spaß, dann erstmal, das wird erstmal nichts. Dennoch dir noch viel Erfolg, großer Feuertrainer. Dankeschön. Vielleicht kriegst du das ja irgendwo Mist. Anders ans Laufen. Hier sind sehr aggressive Pipi unterwegs. Die kamen mir immer irgendwie sehr friedlich vor, die Pipi, aber anscheinend sind sie das nicht. Ich meine, ich habe in Legenden Arceus viel über Pokémon gelernt, vor allem über Paras. Die waren sehr aggressiv. Ich brauche ein Technik-Upgrade, damit das funktioniert.
Sora, mach dich doch unsichtbar. Fliegendes Glumanda. Illegal. Fliegen ist illegal auf dem Server. Glumanda. Los, Attacke. Alarm, 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 Alarm. Balui läutet die Glocke. Oh, das ist Vivis Glumanda, das dürfen wir nicht nehmen. Ach so. Ist denn in der Nähe von Titus und Brians Stadt da irgendwie ein Pokécenter oder so? Weil es macht keinen Sinn, da hinzugehen, wenn mein ganzes Team instant immer stirbt. Ja, richtig. Du brauchst halt ein Pokémon-Center. Gerade jetzt am Anfang noch. Oh. Diese ganzen Sesu-Kids. Wir kriegen noch eins als Stadt. Ja, aber dafür müsst ihr erstmal das Gebäude ordentlich bauen. Hey, Junge! Warum habe ich so einen Tees eingesetzt? Hallo, bist du ein Questgeber? Hi. Hab ich noch mal. Kannst du 250 Pokémon für mich besiegen? Was? Was ist das denn für eine Quest? Ja, kann ich. Super, lass mich wissen, wenn du fertig bist. Als ob ich jemals wüsste, wo du bist. Als würdest du jemals wieder zu ihm zurückkommen. Und als ob ich 250 Pokémon, ich glaube, so viel habe ich bisher noch nicht mehr besiegt. Als würdest du jemals zu ihm zurückkommen. Er ist aber sehr optimistisch. Ja. Es wird Nacht. Die erste Nacht in Pokécraft. Oha, jetzt wird's gruselig. Dunkel war's, so. Der Mond schien helle, als ein Auto blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Die runde Ecke. Ja, die runde Ecke, Entschuldigung. Ja. Nomi, danke für 26 Monate, dankeschön. Uga, danke, danke. Wenn du die Quest fertig hast, kannst du es dir anzeigen lassen. Oh, okay. Ich habe gehört, Komodomaro sind OP, kann man nicht besiegen. Ja, Togedemaru sind OP. Okay, dann bin die Koordinaten genannt. Ja, ich guck gleich mal auf der Map, wo du bist. Nein, hey! Was ist denn damit falsch? Was ist denn das? Hast du jetzt wieder gegen Togedemaru gekämpft? Du solltest doch inzwischen gelernt haben, dass man die einfach in Ruhe lässt. Ja, one-hitted alles. Das ist total OP, das Scheißvieh. Ja, lass ihn einfach in Ruhe leben. Nee. Doch. Du musst Togedemarus in Ruhe lassen, die sind viel zu krass. Nein, Olive wurde schon wieder. Wann entwickelt sich Olive? Sollte die schon entwickelt sein? Ich muss mal gucken. Mein Team ist schon wieder tot. Ich muss zurück zur Stadt. Ich komme gar nicht von der Stadt weg. Also, ihr braucht nicht schlafen gehen, ne? Das funktioniert nicht. Er ist auf 25. Phantome sind aus, Libri. Müsstest du ja eigentlich schon gemerkt haben, dass es keine gegnerischen Pokémon gibt. Keine gegnerischen Mobs gibt, dankeschön. Das hat man mir wieder verboten. Ja. Ich will Pokémon fangen und nicht von einem Creeper erledigt werden. Albi hat sein erstes Shiny. Glückwunsch. Was? Ist es was Cooles? Ich weiß nicht, Albi, was? Pet Sneef. Ich wüsste nicht mal, wie das in Shiny aussieht. Das ist doch mit dem Rotz aus der Nase, oder? Ja, ja, genau. Ja, wie schön. Ich meine, wie es in Shiny aussieht. Ja, das weiß ich auch nicht. Bin jetzt bei Team Plasma. Was für Team Plasma? Was? Wer ist Team Plasma? Hä? Ich will Team Rocket sein. Ja, da bist du bei Brian richtig. Der wollte doch Team Rocket spielen. Ach, nee. Ich muss mal gucken, wo die sind. 1750, das heißt... Zurück in die Mitte. Kacke, nee, südlich. Nee, auch nicht. Aber du hast recht. Ach da, nach Osten, 1750 und dann minus 520. Doch voll nah dran. Oh nein, habt ihr eure Stadt wie Zwiespalte? Da ist nichts in der Nähe. Kinder, da ist
gar nichts in der Nähe. Keine Stadt, kein Bundescenter, nix. Außerdem ist es voll nah an der Hauptstadt. Voll langweilig, das sind die ganzen Leute. Echt mal. Oh, jetzt sind überall Hut. Das ist auch Flug-Pokémon, ne? Weil es fliegt. Was? Hut. Nee. Wir brauchen einen Dschungel. Warum? Warum braucht ihr einen Dschungel? Wer hat euch gesagt, ihr müsst in einem Dschungel bauen? Oder brauchst du so viel Holz? Ich wüsste gerne die Begründung, warum man in den Dschungel muss. Im Dschungel spawnen Relaxos im Übrigen. Weil das Thema so ist. Ah, euer Thema heißt Dschungel. Ihr könnt ein Dschungelcamp als Thema nehmen. Dschungel ist cool. Ah, gute Begründung. Oh, ehrlich. Okay. Ha, ja. Das ist immer am schwierigsten am Anfang, wenn du die ganze Zeit die Pokémon hochleveln musst und alle 5 Sekunden zum Heilen gehen musst. Weil ständig einer besiegt ist. Wenn das Pipi weiter Minimize einsetzt, dann werfe ich es aber sonst wo runter. Ich treff's nicht mehr. Ja, okay, tschüss. Nein, danke. Gegen so jemand will ich nicht kämpfen. Buh. Oh, ein Absol. Woher kriegt man die Aprikokos? Oh, ein Absol. Kämpfst du dagegen? Ja, nee, ich stehe hier nur und guck's an. Nein, ich hätte es gefangen. Was willst du mit einem Absol? Cool. Gut, cool. Oh nein, ich treffe es einfach nicht. Bisher habe ich noch keine Bäume gesehen in der Wildnis, aber muss ja dann welche geben anscheinend. Doch klar, das sind nur nicht mehr die Aprikoko-Bäume, habe ich doch vorhin gesagt. Das sind jetzt so eckige Bäume, auf denen die Aprikokos nur seitlich so draufklatschen. Das hier, was das hier ist, hier wie diese hier, so hässlich? Ich kämpfe gerade, deswegen kann ich dir das leider nicht beantworten. Miri, komm in unsere Stadt, wir bauen dir sogar ein Denkmal. Sie haben uns. Es gibt doch noch mehr. Es gibt doch noch mehr Städte. Ja, aber das hier sind keine Aprikokos, leider. Oder doch? Nee, das sind keine Aprikokos. Das sind normale Sachen halt. Absol will nicht drinbleiben. Ich verschwende meine ganzen Pokébälle an Absol. Okay, einen noch. Und dann wird es besiegt. Ja, Absol. Brauchst jetzt auch nicht Detect einsetzen. Das bringt dir auch nichts. Okay, die Aprikokos sehen genauso aus. Ja, also gut. Ah, es hat Smolive geone-shottet. Die alten Büsche fand ich cooler irgendwie. Man trifft es nicht mehr. Es hat so oft... Ah, besiegt, okay. Sehr schön. Level ups! Okay, wir gehen da mal heilen. Ja, ich weiß nicht, ob wir nicht zurück in die Stadt müssen. Warum? Mein Inventar ist voll. Nun. Nimmst du einfach alles mit, was sie dir immer anbieten? Natürlich. Oh, ich wurde von einem Käfer angegriffen. Was dachte er, was passiert? Also dich mach ich platt. Die hau ich auf den Maul. Kann ja auch mit einem Flügel. Wer macht denn hier die gruseligen Geräusche? Das... Ja. Das Gorgler ist Gorgler. Hudut. Keine Ahnung. Nee, eigentlich ist das keiner, der hier draußen ist. Deswegen sitzt er vielleicht auf dem Dach. Oh, das, guck mal. Ja, ne? Renn des Tentacher. Das ist so lustig.
erstmal wegsprengen. Als ich das erste Mal gesehen habe. Das ist eine dumme Idee gewesen. Ich habe es gesehen und es rannte einfach weg. Und es war fantastisch. Einfach ein Tentacher, das wegrannte. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war so dumm. Attacke! Hallo? Hut! So viele von den Eulen. Miri, was machen wir jetzt hier? Ja, du wirst ja zurückgehen. Naja, ich wollte mein Inventar leeren halt. Was bist du denn? Ach, das ist das Daycare, von dem Miri erzählt hat. Ah. Ja. So, besiegt. Kannst du, glaube ich, Eier breeden oder sowas drin? Finn McFlywolf, einen wunderschönen. Hier sind überall so Breeding-Stationen. Kannst du überall deine Pokémon hinsetzen. Ah, ah. Ja, aber komm trotzdem weg. Okay. Ein Schneckenmack. Guten Tag, welches Level hast du? Oh, Level 5. Ich kann nicht besiegen. Toll. Okay, also ich finde, wir brauchen Pokémon-Bälle, ne? Ja. Ja. Das heißt, wir müssen entweder Trainer besiegen, Geld verdienen. Aber oder wir rauben Leute aus. Gesehen. Wir könnten den Brian ausrauben. Ja. Ja. Auch immer eine gute Idee. Oder wir gehen in den Wald und suchen Aprikokos. Auch haben wir noch keine gesehen bisher. Das ist mein Problem. Direkt an der Stadt sind eigentlich welche dran gewesen. Echt? Out. Ich bin runtergefallen. Nein, getötet. Das war nicht der Plan. Gut. Hüpf. Komm, wir reisen mal zurück und wir gucken uns mal die Stadt von Titus. Aber ich klettere gerade auf den Berg. Ja, dann kletter halt auf den Berg. Okay. Ich gehe zurück zur Stadt. Gut. So. Tschüss. Tschüss. Hui. Mit Fallsee, ich bin wieder wohl mit zu Hause, du. Erstmal in unser Reich zurückkehren. In sein Bämon. Bäh. Bämon. Hat fast gereicht, das zu besiegen. Oh nein, der Tackle. Oh, der hat aber auch nur fast gereicht. Es war ein Crit. Natürlich war es ein Crit. Ist klar. Natürlich. Immer. Immer auf mich. Immer auf Miri. Was war das für ein Geräusch? Klick, 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 klick. Hat es eins von den Pokémon gemacht? Ja. Es hat klick, 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 klick gesagt. Klick, 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 klick. Süß. So, ich bin jetzt auf dem Berg. Gibt's hier irgendwas Seltenes? Hallo? Aber macht das Nackli, das Klick, 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 Klick. Nein, ich habe die Beeren schon wieder gepflanzt, statt sie zu essen. Kein Platz im Inventar hier. Gibt leider nichts richtig Cooles hier oben. Schade. Ah, Stone hat sich da was geclaimt. Ah, sehr gut. Hier sieht man echt schlecht. Giftzwergsparty. Deine Stadt ist Giftsammler noch. Da ist Cat Guy untergekommen. Ja, ja, schick, schick. Schick, schick. Wo die alle hier rumrennen. Cool.
Ein Flurmüll. Hier sind Blumen. Soll ich dir eine Blume mitbringen, Baloui? Nein, ich will eine Blume. Na dann. Wenn du keine Blumen möchtest von mir. Nee. Oh, Vivis. Oh nein, Vivis. Autsch. Mein Fuß. Das tut mir leid. Wie hoch ist die Chance, dass ich den fange? Gar nicht groß? Nee. Ein Drachen-Pokémon. Ah ja, cool. Wir brauchen irgendwie mehr Holz. Es boostet sich, wie nett von ihm. Okay, ich habe 3 Pokebälle noch, 3 Heilbälle habe ich noch, ne? Let's go. Oh. Wo habe ich den hin? Heilbälle? Ja, aus dem Pokestop habe ich die gekriegt. Wieso? Weil die da drin lagen und ich sie genommen habe. Fies. Oh, es hat so oft gewackelt. Was ist los mit ihm? Guck mal, du kannst, Titus, wenn du mal guckst, es gibt die Möglichkeit, die einfach zu craften. Du musst nur an den Bäumen die entsprechenden Dinger finden. Aprikokus. Oh, ich hab doch noch einen Ball. Was ist los mit ihm? Er bleibt nicht drin. Okay, ganz vorsichtigen Shadow Sneak. Oh, er hat ihn besiegt. Nein, das war nicht vorsichtig. Ah, Eisen. Ich wollte das Eisen. Ich hab Drop gedrückt aus Versehen. Toll. Das ist bestimmt super selten und spawnt nie wieder. Miri hat aber auch ein Pech heute. Das ist sehr traurig. Ah. Ah, es gibt Rucksäcke. Ach, guck mal, es gibt Rucksäcke. Seht ihr? Ich wusste das auch nicht. Oh ja, einfach Panflammenentwicklung, die zweite. Pan Junior. Pan Junior. Sicher? Ja, ganz sicher eigentlich. Okay. Hm. Pampyro? Das ist ein Glumanda. Sora, da bist du. Warum ist Sora hier schon wieder? So, bin auch mal wieder weg. Ich gucke noch einmal die Minecraft Empire Folgen wegen der Nostalgie. Ja, Empire war schon cool. Wie komme ich hier runter? Hilfe! Okay, das wird was. Autsch. Aber nicht craftbar, ja. Vielleicht findest du die irgendwo. Überraschung. Im Pokestop. Komm ich denn, wusste hier, Patschi hat doch was erzählt, er hätte hier einen Anlegehafen gebaut. Ah, da hinten sind die Boote, ja. Wo bist du hin? Achso, ich habe gesagt, ich wollte mir die Stadt von Titus und Brian angucken. Oh, ein Pokestop! Finn McFlywolf, Dankeschön für die 5 versteckten Subs an die Community, Dankeschön. Hast ja ein paar nette Leute erwischt. Fianor, Biko, Pampas, Crytank und Captain Krokodil, vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Und Uga, 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 Uga. Danke, 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 danke. Oh! Ein alter Superball. Ein Superball aus Hisui. Was heißt denn ein alter? Ja, diese Hisui-Pokebälle. Sind die anders? Die sehen anders aus. Oh.